Hey Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf meinem Kanal und zwar zum Let's Play vom American Truck Simulator. Buschbau Media hat mir hier ein Exemplar von diesem Spiel für das Let's Play zur Verfügung gestellt und dafür an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank an Buschbau Media. So, dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los, starten durch, beginnen mit einem neuen Spiel und legen dazu erstmal hier ein neues Profil an. Und hier müssen wir als allererstes erstmal unseren Namen eingeben. Und da würde ich sagen, gebe ich einfach mal meinen Namen ein, also Leon. So. Das nächste wäre dann hier, ein Profilbild auszuwählen. Und da ist es hier beim American Truck Simulator so, dass ich hier eine ewig lange Liste an vielen verschiedenen Profilbildern habe. Also hier gibt es wirklich, wie ihr seht, unendlich viele Profilbilder. Ich kann hier gerade mal durch die ganze Liste durchscrollen, durch die ganze Übersicht durchscrollen. Da seht ihr, wie viele, unendlich viele Profilbilder es hier zur Auswahl gibt. Und ich habe den American Truck Simulator schon mal ein bisschen angespielt, schon mal ein bisschen angetestet. Und bei dem Profil, was ich damals erstellt habe, da habe ich folgendes Profilbild genommen. Lass mich gerade mal gucken. Und zwar genau hier ganz oben ist es dieses Profilbild. Da würde ich sagen, nehmen wir auch einfach jetzt dieses Profilbild. So, als nächstes müssen wir unser bevorzugtes LKW-Design auswählen. Bei der aktuellen Version vom American Truck Simulator, die ich jetzt hier habe, gibt es aktuell drei verschiedene LKW-Modelle. Zwei hier von Kenworth, diese beiden und eins von Peterbilt, dieses hier. Und ich würde sagen, wir nehmen mal diesen LKW als bevorzugten LKW. Der gefällt mir von allen drei am besten. So, als nächstes müssen wir noch ein Logo für unsere Firma aussuchen. Da habt ihr hier so ein paar Logos, insgesamt 8 Logos zur Auswahl. So, und ich würde sagen, wir nehmen dieses hier mit der Welt, wo hier so, ja, so die Weltkugel so ein bisschen abgebildet ist. Genau, die Weltkugel hier so ein bisschen dargestellt ist und mit diesen Pfeilen dann da. Ich finde, das passt so am besten zu so einer Transport- und Logistikfirma. Also einmal dieses Logo ausgewählt, dann müssen wir unserer Firma noch einen Namen geben. Und da wir ja in den USA spielen, in den USA unterwegs sind, da es ja der American Truck Simulator ist, genau, würde ich sagen, nennen wir unsere Firma US Transport. So, US und Transport, genau. So, Sprache ist Deutsch und dann haben wir hier alles soweit eingestellt und können hier auf Erstellen klicken. So, als nächstes müssen wir die Steuerungsmethode wählen. Und ich werde den American Truck Simulator mit einem Controller spielen, und zwar mit dem LS-Lenkrad von SciTech, was mir ja von SciTech hier zur Verfügung gestellt wurde. Da habe ich ja vor kurzem ein Unboxing auf meinem Kanal hochgeladen. Genau, und mit dem LS-Lenkrad werde ich hier den American Truck Simulator spielen. Also wählen wir hier gerade mal Controller aus. So, dann Lenkrad. Und jetzt müssen wir noch die Getriebeart wählen. Ich würde sagen, wir nehmen echte Automatik. Da müssen wir einfach nur auswählen, ob wir einen Vorwärtsgang haben wollen, neutral oder Rückwärtsgang. Genau, nehmen wir echte Automatik. Das Ganze können wir, glaube ich, so eingestellt lassen. Das sollte eigentlich schon alles ganz gut eingestellt sein von den, wie das Ganze hier reagiert und so weiter. Also bei meinem Testprofil, wo ich schon mal ein bisschen jetzt mit dem Lenkrad gefahren bin, da war das Ganze von Anfang an auch schon gut eingestellt. Da sollte das hier auch ganz gut passen. So, weiter. Dann mit dem, genau, Hoch- und Runterschalten jetzt hier bei der einfachen Automatik. Da lege ich mir das gerade nochmal hier aufs Lenkrad. So, hochschalten hierhin und runterschalten hier. Genau, so hatte ich es, glaube ich, auch damals bei meinem anderen Profil eingestellt. So, weiter. Genau, das Ganze passt. Und dann können wir Fertigstellen drücken und sind hier mit dem Erstellen von Profilen in den ersten Einstellungen fertig. Na, wobei, noch nicht ganz, da müssen wir ein paar Sachen machen. So, jetzt müssen wir erstmal die Stadt auswählen, wo wir beginnen möchten. Genau, wir haben jetzt aktuell hier im American Truck Simulator den US-Bundesstaat Kalifornien und den US-Bundesstaat Nevada zur Auswahl. Und da kommt ja noch ein weiterer dazu. Ich glaube, Arizona kommt jetzt noch bald dazu. Ich glaube, es ist schon in der das Patch, was dann bald kommt, wo Arizona drin ist, wenn ich ja richtig informiert bin, ist schon in der Open-Beta-Phase. Und dann wird wahrscheinlich bald ein neues Patch rauskommen, wo es dann auch noch den US-Bundesstaat Arizona gibt. Also dann noch mehr Gebiet zu erkunden. So, wir haben jetzt hier die paar Städte, die hier markiert sind, zur Auswahl als Startstädte. Einmal hier Sacramento, San Francisco, Fresno, Bakersfield, Los Angeles, Las Vegas, Elko und Reno. So, und ich würde sagen, wir nehmen mal, ja, nehmen wir mal San Francisco hier in Kalifornien, als Firmenzentrale, genau. Da werden wir unseren Hauptsitz haben. So, Auswahl bestätigen. Das Tutorial, das werden wir überspringen, weil ich habe das Spiel ja schon ein bisschen angespielt, genau. Deswegen brauchen wir das Tutorial nicht mehr. Und genau, weiter geht's. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Weiß ich gar nicht mehr von damals. Ist schon ein bisschen länger her, seitdem ich das hier mir mal angeschaut habe am Anfang. So, da lädt das Ganze. Ich glaube, jetzt werden wir erstmal unsere Firmenzentrale, glaube ich, sehen, ne?
Einen Auftrag müssen wir danach erst auswählen. Haben wir jetzt, glaube ich, noch keinen. Wobei, da steht ja aktiver Auftrag. Frei wie der Wind, aber das ist noch kein Lieferauftrag, glaube ich. Willkommen im American Truck Simulator. Endlich hast du die Chance auf deinen Traumjob, das Fahren eines LKW. Deine eigene Transportfirma hat nun ihre Pforten geöffnet. Leider fehlt dir aber das Kapital für einen LKW. Bis auf Weiteres wirst du daher als Angestellter für andere Speditionen arbeiten müssen. So wie wir es auch vom Anfang vom Euro Truck Simulator 2 kannten. So wird es jetzt nämlich hier auch sein, dass wir erstmal so schnelle Aufträge fahren werden. Solange bis wir halt einen eigenen LKW haben. Dein Auftrag ist es, eine Ladung Büroartikel für Port of SF, also Port of San Francisco wahrscheinlich, sicher zur Entladestelle nach San Francisco zu bringen. Dein Arbeitgeber hat dich mit einer Zugmaschine ausgestattet und wird sämtliche Spesen tragen. Fahre sorgsam und sei pünktlich. So, und da haben wir schon unseren ersten Auftrag, der wird recht schnell gehen, weil wir jetzt erstmal nur innerhalb von San Francisco was ausliefern müssen. Genau, Büroartikel von San Francisco nach San Francisco. 416 US-Dollar bekommen wir dafür. So, und bevor wir jetzt hier losfahren werden, unterbreche ich nochmal kurz die Aufnahme und werde jetzt nochmal gerade ein paar Einstellungen vornehmen. Grafik vielleicht was einstellen, wobei ich glaube, da wird wahrscheinlich schon alles passend eingestellt sein. Aber hiervon welche Tasten auf dem Lenkrad werde ich noch belegen und das Ganze noch fertig einstellen und dann mit dem Sound noch einstellen. Und dann kann es gleich losgehen mit unserer ersten Lieferung. Also dann, bis gleich. So Leute, es kann weitergehen. Ich habe jetzt alles passend eingestellt. Ich hoffe mal vom Sound her ist auch alles passend eingestellt, dass es nicht zu laut und nicht zu leise ist. Ich werde mir dann nach der Aufnahme das auch nochmal anhören, ob es zu laut oder zu leise ist. Aber ich denke mal, das sollte ganz gut passen von den Soundeinstellungen her. So, und bevor wir jetzt losfahren, können wir nochmal kurz einen Blick nach außen werfen. Uns unseren schönen Truck hier, unser schönes Gespann jetzt hier, unser Gespann für die erste Fahrt jetzt hier im American Truck Simulator gerade mal von außen anschauen. Genau, da haben wir hier als Zugmaschine diesen schönen Truck von Kenworth. Ich weiß gar nicht die genaue Bezeichnung von dem, muss ich mir nochmal angucken. Genau, damit ich auch nochmal den dann genau benennen kann, den Truck. So, dann würde ich sagen, gehen wir wieder hier schön hinters Lenkrad, starten einmal den Motor mit einem Tippen hier aufs Gaspedal, legen den Vorwärtsgang ein, genau, habe ich hier die passende Taste hier dazu auf dem Lenkrad, beziehungsweise die eine Taste auf dem Lenkrad so belegt, um hier den Vorwärtsgang einzulegen. Und dann fahren wir mal los und verlassen hier das Gelände, genau hier vorne. Und dann müssen wir erstmal links lang fahren. Genau, für die Firma Charged sind wir jetzt hier unterwegs. Gucken wir gerade, dass die Straße frei ist. Sieht gut aus. Einmal rum zum Stoppschild und dann weiter links rum. So, ich aktiviere jetzt am besten mal die lenkradbasierte Kamerasteuerung hier. Und zwar ist es dann so, warte mal, ich aktiviere die gerade mal, seht es auch gleich, wie es ist. Wenn wir jetzt hier dann einlenken, wird gleich automatisch die Kameraperspektive dann so mitschwenken. So, da kommen noch ein paar Autos. Genau, hier links rum geht es erstmal. Dann kommt noch eins. Wie sieht es rechts aus? Rechts ist frei, links ist frei. Genau, und wenn wir jetzt einlenken, guckt mal, genau. Oh, fuck, da kam noch einer. Habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, es wäre frei. Muss ich nochmal kurz zurücksetzen, weil da kommen wir nicht rum. Warte mal, muss ich den Rückwärtsgang reinlegen? Einlegen. So. Ist aber auch gerade echt viel los. Mein lieber Mann. So, jetzt aber schnell raus, bevor da gleich eins wieder die Kuppe da hochkommt. Wenn ich einen Vorwärtsgang drin hätte, dann hätte es auch geklappt. Aber da kam jetzt nochmal eins. Warten wir lieber nochmal kurz. Komm, fahr. Oder auch nicht. So, gut, dann jetzt aber mal mit der Kamerasteuerung. Genau, also wenn wir jetzt hier so einlenken, dann ist es dann so, seht ihr hier, schwenkt automatisch die Kamera so, je nachdem, wie weit wir halt eingelenkt haben, so mit. Passt halt wunderbar, wenn ich jetzt hier, wenn ich halt jetzt hier mit Lenkrad fahre, kann ich ja schlecht noch gleichzeitig die Maus während der Fahrt bedienen. Und genau, schlecht halt die Maus noch während der Fahrt bedienen und damit mich halt noch beim um die Kurve fahren halt immer umschauen. Und so ist halt ganz schön, dass man halt hier dann so schön um die Kurve gucken kann, während man hier um die Kurve fährt, ohne dass man halt irgendwie die Maus noch irgendwie benutzen muss. Auf der Autobahn werde ich es dann immer ausstellen, aber hier, wenn wir in der Stadt unterwegs sind, da lohnt es sich auf jeden Fall. Oder halt auf der Landstraße, weiß ich nicht ganz genau. Brauchen wir es eigentlich auch nicht unbedingt. Aber halt, wenn wir so eng abbiegen, dann aktiviere ich es immer. Habe ich mir halt so hier auf die eine Taste hier auf dem Lenkrad so gelegt, dass wenn ich da draufklicke, dass dann automatisch halt diese diese Kamerasteuerung aktiviert wird. Dass halt die Kamera so mitgeht, je nachdem, wie man lenkt. Genau, dann kann ich es immer aktivieren und deaktivieren. So, wir fahren mal rüber auf die linke Spur. Wir werden übrigens auch jetzt immer so haben, dass wir den rechten Außenspiegel uns immer nochmal so angezeigt lassen, wie er jetzt aktuell da oben ist. Weil links den Außenspiegel, den sehen wir ja immer gut, aber rechts den Außenspiegel, da müssen wir immer so rüber gucken. Und wie gesagt, ist ja immer ein bisschen blöd halt während der Fahrt so an die Maus dann zu gehen.
Das ist so schon einfacher. Genau, deswegen lassen wir mal den Seitenspiegel da oben aktiviert. So. Und bringen jetzt erstmal schön hier die Büroartikel an ihren Bestimmungsort. 30 km/h, beziehungsweise nicht km/h, sondern mph. Wir sind hier in den USA, genau, da ist ja mph. Miles per Hour ist hier die Geschwindigkeitseinheit, also 30 Miles per Hour dürfen wir hier innerstädtisch fahren. Ich kann kurz meinen Tempomaten aktivieren, wobei man sowas wahrscheinlich eher seltener in der Stadt macht, wenn dann eher auf der Autobahn. Genau, habe ich mir auch hier passend aufs Lenkrad gelegt, dass ich halt dann nur hier eine Taste drücken muss, um halt dann den Tempomaten zu aktivieren. So, einmal hier abbiegen, genau, rechts rum. Wobei ich glaube, hier in den USA ist es nämlich auch so, dieses amerikanische Rechtsabbiegen, ich habe es glaube ich auch schon mal irgendwo gelesen auf simuwelt.de oder so, dass man auch an einer roten Ampel rechts abbiegen darf, außer da steht irgendwie, dass man es nicht darf. Aber sonst darf man, glaube ich, an einer roten Ampel auch rechts abbiegen, wenn halt keine anderen Fahrzeuge kommen. Ja, genau, ihr seht es als Beispiel. Ich kann kurz mal nach außen gehen, seht, der Truck biegt ab, obwohl er eigentlich rot hat. Der wird es jetzt auch machen, der andere Truck. Sieht auch richtig cool aus, finde ich, der Kenworth-Truck da. Also die beiden Trucks von Kenworth, das sind so meine Lieblingstrucks hier von diesen drei aus dem American Truck Simulator. Also hier in den USA ist es so, zumindest hier im American Truck Simulator, und ich denke mal, dass es in echt auch so ist, in den USA, dass man halt an jeder roten Ampel, außer steht explizit da, dass es verboten ist, dass man da an jeder roten Ampel rechts abbiegen darf, sofern man halt an der roten Ampel erst angehalten hat, geschaut hat, dass halt keine anderen Autos kommen, und dann darf man da auch bei einer roten Ampel rechts abbiegen. So, für uns geht es hier schon rechts rein, wir sind jetzt schon gleich am Ziel. So. Genau, hat aber ein bisschen gedauert, hier durch San Francisco zu fahren. Ist ja auch so eine der größten Städte hier im American Truck Simulator, glaube ich. So mit Los Angeles, Las Vegas und so sind ja so, glaube ich, die größten Städte, die hier mit umgesetzt wurden. Zumindest bei denen, die jetzt aktuell hier schon vertreten sind. Es kommen ja noch mehr dann hinzu mit Arizona und so weiter. So, wie es auch immer ich jetzt hier angehalten habe, aber egal. So, und da sind wir schon hier am Zielort angelangt. So, und dann habt ihr jetzt hier im American Truck Simulator die Möglichkeit, verschiedene Ablademethoden auszuwählen. So, das kann ich euch gerade mal zeigen. Und zwar, genau, müssen wir hier anhalten in diesem markierten Feld, dann Eingabe drücken und dann könnt ihr hier zwischen verschiedenen Auslieferungsvarianten sozusagen wählen, wo ihr halt unterschiedlich viele Erfahrungspunkte bekommt. Entweder halt das Schwierigste, wo willst du die Ladung stehen haben, wo es halt wirklich komplex ist, die halt einzuparken. Ihr seht halt immer hier so eine Ansicht, wo ihr den Trailer bzw. den LKW das ganze Gespann dann hinbringen müsst, wie ihr das dann hinstellen müsstet, wenn ihr halt das auswählen würdet. Auf Nummer sicher gehen ist immer so ein Mittelding, genau, also ist nicht wirklich schwierig, ist eher so mittel bis leicht. Da müssen wir jetzt einfach nur da vorne reinfahren, genau, hier müssen wir schon mehr hin und her rangieren. Und sorry, ich bin gerade in Eile überspringen, da wird man einfach bestätigen drücken, der Auftrag ist abgeschlossen, man würde keine Erfahrungspunkte bekommen und müsst jetzt nicht einen Trailer irgendwo abliefern. Ich habe es bis jetzt eigentlich immer so gemacht, wenn ich halt da jetzt gespielt habe, wo ich ihn schon ein bisschen getestet habe, den American Truck Simulator, habe ich eigentlich meistens gemacht, wo willst du die Ladung stehen haben, oder eigentlich bei fast jeder Fahrt, die ich da halt gemacht habe. Und hat manchmal ein bisschen gedauert, aber am Ende habe ich es dann doch irgendwie mal hinbekommen. Ich würde sagen, wir probieren das. Eigentlich würde ich es am liebsten hier im Let's Play auch immer so machen, immer das da oben nehmen. Wir nehmen es jetzt auch einfach mal und probieren mal jetzt die Ladung hier da passend hinzustellen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So, also fahren wir mal vor. Ich mache jetzt auch mal diese lenkradbasierte Kamerasteuerung hier aus. Jetzt haben wir natürlich noch andere Trailer nebendran stehen. Das wird natürlich jetzt ganz spaßig. So. Genau, damit jetzt halt. Jetzt ist halt diese ganz normale Kamera, die halt nicht sich mitbewegt, wie wenn. Also, wenn sich das Lenkrad bewegt, genau so bewegt sich halt dann nicht mit. Jetzt habe ich es deaktiviert, wie eben gesagt. Und so werde ich es dann auch haben, wenn wir auf der Autobahn unterwegs sind und so weiter, weil da brauchen wir das ja nicht mit dem, dass wir so um die Kurve gucken. So, wir gucken erstmal, ob wir das so aus der Innenansicht hinkriegen. Dass wir das einigermaßen eben hinkriegen. Wobei ich glaube, wir sind noch zu weit vorgefahren, oder? Jetzt kommt natürlich hier vorne das. Müssen wir kurz mal außen gucken. Kommen wir da schon dagegen? Wir können noch ein Stück rum. So. Das machen wir aus der Innenansicht mal weiter. Man kann ja auch hier so schön rausgucken. Ist auch richtig cool. So, genau wie wir es aus dem Euro Truck Simulator auch schon kennen. So. Wobei bei dem anderen Truck von Kenworth, diesem, ich glaube, das ist ein etwas älterer Truck. Also das hier so mehr der modernere, neuere. Und der andere Truck von Kenworth, der ist ja so ein bisschen älter schon. Und bei dem ist es so, dass genau hier so eine Abgas, nicht Abgasding, sondern dass da genau, wie heißt's, dass da genau der Auspuff, genau, der hat ja auf beiden Seiten hier an der Seite vom Fahrerhaus hier so die Auspuffrohre so hochgehen.
Und da ist es genau so, dass genau wenn man hier rausschaut, dass man da genau gegen das Auspuffrohr schaut und es da ein bisschen, ja, sinnlos eigentlich ist, da rauszuschauen. Das hilft einem dann nicht wirklich. So, genau, wenn wir es hier so langsam fahren, kann ich ja währenddessen immer noch so an der Maus ein bisschen hin und her gucken. Aber wenn man schneller unterwegs ist, da ist es dann nicht so, kann man nicht so gut, finde ich, noch an der Maus nebenbei halt hier die Sicht hin und her schwenken. So, Vorwärtsgang rein. Ich weiß gerade nicht, wie weit wir vorne von der Wand weg sind. So, das war die Wand. Jetzt mal vorne kurz mal dagegen. Voll wieder gegen einlenken. Ja, aber so langsam kommen wir hin. Da rechts stehen halt diese anderen Trailer. So, aber es ist schon echt geil, mit dem Lenkrad zu spielen, finde ich. Bin ich echt richtig froh, dass ich jetzt hier die Möglichkeit habe, mit dem Lenkrad das zu spielen. An der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an SciTech, die mir hier das LS-Lenkrad zur Verfügung gestellt haben. Das ist echt eine geile Sache, mit dem Lenkrad zu spielen. Genau, werde ich jetzt hier den American Truck Simulator mit dem Lenkrad spielen, den Landwirtschaftssimulator spiele ich auch mit dem Lenkrad. OMSI 2 werde ich auch bald jetzt mit dem Lenkrad dann spielen. Also halt alle Simulatoren, wo es halt passend ist, die mit dem Lenkrad zu spielen, die man halt gut mit dem Lenkrad spielen kann, die werde ich dann in Zukunft auch mit dem Lenkrad spielen. Genau, bei OMSI 2 wird es noch ein bisschen jetzt dauern, bis es dann soweit ist, dass ich dann im Let's Play auch das Lenkrad verwende. Aber genau, da werde ich das jetzt aber auch dann auch bald dann verwenden. Werde ich auch bald dann da in OMSI 2 die Busse mit dem Lenkrad hier fahren. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das da ordentlich reinkriegen. Wir sind noch ein bisschen zu weit links. Ich mache es jetzt noch fertig in diesem Teil. Wisst ihr was, wir probieren es mal. Wir haben jetzt einmal hier komplett umgedreht. Wir fahren jetzt nochmal so raus. Nur mal ein bisschen so neu probieren das Ganze. So, also einmal schön einlenken. Hier haben wir halt das Nachteil, wir können nicht so da rumgucken, aber wir sehen ja den Außenspiegel da. Weil jetzt kommen wir ganz gut hin. Das heißt, guckt jetzt, der dreht noch weiter rum. So, Vorwärtsgang wieder rein. Das war der Pfosten da vorne, genau. Aber weiter kommen wir nicht vor. Und das ist halt dann die Schwierigkeit, wenn man hier dieses... Ach, falscher Gang, ich muss den Rückwärtsgang reinlegen. So. Geil, das wird so nix. Nee, nochmal raus. Genau, das kann natürlich dann sein, dass man, wenn man das nimmt, dass man halt da mal ein bisschen länger mit dem Einparken beschäftigt ist. Und seinen Truck eventuell ein bisschen demoliert, je nachdem wie die Fläche ist. Manchmal ist es dann doch nicht so schwer, an manchen Stellen, so wie jetzt hier. Ist doch schon deutlich enger, da ist es schon ein bisschen schwerer, den halt so schön einzuparken. So, noch ein Versuch, kommt, machen wir jetzt aber. Jetzt wird's hinhauen. Alle guten Dinge sind drei. So, schön schon mal da hinkommen lassen. Einschwenken lassen, so. Scheiße, sind wir noch an der Wand da. Komm schon. Warte mal, nee, das geht so nicht. Nochmal raus. Ich glaube, wir machen es aber trotzdem immer so, dass wir das Schwierigste hier vom Einparken nehmen. Genau, sammeln wir auch gleich gute Erfahrungspunkte. Aber wenn es jetzt gar nicht hinhaut, können wir noch aus der anderen Kameraperspektive das machen. Genau, und wenn man jetzt dann doch irgendwie das gar nicht hinbekommt und gar keine Lust mehr hat, dann kann man auch automatisch das Einparken noch auswählen. Ja komm, probieren wir es jetzt doch mal aus der anderen Kameraperspektive. Ich hätte es jetzt gerne aus der Innenansicht hinbekommen, aber will nicht so ganz. Aber dann seht ihr auch nochmal den Truck und das Ganze hier ein bisschen von außen. Ich spiele das Ganze übrigens auf Ultra, also auf den höchsten Grafikeinstellungen, die möglich sind. Sieht alles echt ziemlich geil aus, finde ich. So, von der Grafik her sieht das Spiel auf jeden Fall echt richtig gut aus, sehr gut gelungen. So. Jetzt voll einlenken, voller Einschlag. Ja, weiter, 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 weiter. Gegenlenken, 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 gegenlenken. So, jetzt kommt der Trailer gegen das Fahrerhaus, dann müssen wir wieder vor. Einmal vor angehalten. So. Jetzt schön vorsichtig, falsche Richtung eingelenkt, so. Jetzt mit dem LKW, mit dem Trailer so um die Kurve. So, wieder vorziehen, gerade ziehen. Genau, mit der Zeit werden wir da auch immer dann bessere Einparkprofis, genau. Werden wir irgendwann dann zum Einparkprofi hier. Mit der Zeit wird man natürlich dann immer besser beim Einparken. So, das ist echt geil, Leute, mit dem Lenkrad hier das Ganze zu machen. Macht auf jeden Fall echt richtig viel Spaß. So, sieht gut aus. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam in passende Stellung vom Trailer. Einmal vorziehen, noch einmal zurück und dann sollte er passend stehen. So, jetzt noch einmal zurückstoßen, zurücksetzen. Das war aber falsch eingelenkt, also nochmal ein Stück vor.
So. Also nochmal Rückwärtsgang. Das können wir aus der Innensicht jetzt auch machen. Wobei, gucken wir mal kurz hier. Das ist natürlich die Perspektive, die Vogelperspektive, die einen so am besten halt beim Einparken so unterstützt. Ja, schade, dass es nicht gleich am Anfang geklappt hat, aber das finde ich ist jetzt schon so eine relativ, eine der schwierigsten Einpark-Dings hier. So, und da steht's. Wir können an den Auflieger abkuppeln. Einmal T gedrückt, löse Auflieger. Da haben wir es geschafft. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert hier. Genau, aber macht ja nichts. Damit ist der erste Teil auch ein bisschen länger geworden, aber stört ja auch nicht. Genau, aktuell sind wir noch Level 0, Neuling. Brauchen noch ein paar Erfahrungspunkte bis Level 1. Genau, klicken wir auf Fortfahren. Dann lädt's kurz. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber den nächsten Auftrag werden wir erst im nächsten Teil machen. Ah genau, jetzt sehen wir hier unsere Firmenzentrale. Dies ist deine Firmenzentrale. Es ist eine sehr schlichte Garage. Nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest. Deshalb kannst du hier auch keinen LKW sehen. Hast du erstmal genug Geld verdient und dir eine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und dein Geschäft von hier betreiben. Viel Glück! Dankeschön, genau. Und damit sind wir an der Stelle auch schon am Ende vom ersten Teil hier vom Let's Play American Truck Simulator angekommen. Ich freue mich schon riesig auf die nächsten Teile hier, auf die Fahrten dann durch Amerika, durch Kalifornien, Nevada und dann bald auch noch Arizona, wenn es dann dazu kommt. Genau, wir werden jetzt zu Beginn erstmal schnelle Aufträge machen, hier unter Auftragsangebot. Schnelle Aufträge, später haben wir dann auch noch den Frachtmarkt zur Verfügung. Wenn wir dann unseren ersten eigenen LKW haben, wird es ja wahrscheinlich auch ein Modell Kenworth sein, da steht es ja auch. T86, ein Kenworth T86 wird sehr wahrscheinlich der erste Truck sein, den wir uns kaufen werden. Und genau, damit war es an der Stelle nun von diesem Teil von Let's Play American Truck Simulator. Im nächsten Teil geht es dann weiter mit einem neuen Auftrag. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Teil auch wieder mit dabei. Und ja, der Teil hat euch hoffentlich auch gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, um keine weiteren Videos von diesem Let's Play oder anderen Let's Plays von mir zu verpassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Haut rein. Euer LineGamer1. Ciao.